Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Jurassic World Evolution. Heute werden wir wieder an unserem Spielstand weiterspielen. Und heute versuchen die nächste Insel freizuschalten. Denn beim letzten Mal bin ich ja schon relativ nah dran gekommen mit einer Bewertung von 2,5 Sternen oder so. Bei 3 wird die ja tatsächlich schon freigeschaltet. Das heißt, wenn wir noch ein bisschen was für unsere Gäste tun, zum Beispiel den Dracorex oder den Huayangosaurus freilassen auf unserer Insel, dann... was? Unsere Bewertung ist runter, unsere Inselbewertung. Vielleicht wollen die Leute jetzt mehr? Soll die Dinosaurier-Sichtbarkeit erstmal erhöhen? Das ist bestimmt auch cool für die Leute. Ja, die wollen mehr Dinos sehen, natürlich. Das heißt, hier kommt... Jawohl. Da kommt man jetzt hin. Natürlich mit einer schönen Weganbindung. Also nachdem ich selbst meine neuen Aufnahmen mit dem Mikrofon jetzt gehört habe, ich bin sehr zufrieden. Und Engagement im Umgang mit den anliegenden Aufgaben. Ich bin sehr zufrieden. Ich finde, die Tonqualität hat sich sehr verbessert. Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Ach, sozialisieren sich doch. Was machen die denn da? Die essen doch gar nicht. Schafft ihr euch Krichtonsaurus-Fossil? Wo ist das denn? Krichtonsaurus, kann ich das überhaupt schon? Ja, das kann ich noch gar nicht. Oder da ist da auch nichts. Keratosaurus. Strutium minus Edmonto. Ah, die war ein bisschen Dracorex. So, dann werde ich jetzt mal was für meine Leute tun, für die Gäste. Die kriegen am besten ein Hotel. Und das Hotel, davon kann man nämlich auch so Ausschau halten von dem Hotel. Oh, weißt ihr was, Leute? Wir machen das ins Fleischfresser. Oder sollen wir es besser ins Pflanzen? Nein, ins Fleischfressergehege. Damit man so, während man in seinem Hotel hockt, kann man dann die Fleischfresser bewundern. In welche Richtung hat das eine Weganbindung? Ah, da, okay. Da. Das mal so hindrehen. So, oh ja, das ist eine richtig geile Idee. Zack, da wird jetzt das Hotel gebaut. Jetzt muss ich erstmal vom... Gehege, Zäune, leichter Stahlzaun und Elektrozaun. Machen wir besser Elektrozaun. Sicher ist sicher. Jetzt machen wir das erst. Ja, ist gut. Ich war schon klar, dass da kein Strom ist. Damit die Leute auch auf dem Weg bleiben können, muss ich jetzt das verbinden. Und wenn ich jetzt noch das verbinde, haben die auf jeden Fall schon mal Strom. Und wenn ich es mir von oben angucke, wenn ich dieses kleine Stück jetzt abreiße, können die Dinos von mir aus, können halt nirgends raus. Jetzt kommt das kleine Stück da weg. Und der Weg kann in der Mitte nach draußen führen. Perfekt. Jawohl! Jetzt habe ich auch ein Hotel und zwar, und was für eins, also in der Mitte. Wow. Ja, die haben eh so ein riesiges Gehege. Ich glaube, brauchen die eh nicht. Ich kann es später nochmal unterteilen. Genau, jetzt habe ich endlich noch Fossilien gefunden. Was ist das? Rhodium? Ja, die kann direkt verkauft werden. Und 2 minderwertige Dracorex-Fossilien. Kein Strom. Wo? Das Hotel hat keinen Strom. Kein Umspann. Das braucht ein Umspannwerk. Kein Problem, kein Problem. Muss nur, das kriege ich doch da irgendwo hin noch hingequetscht. Ach komm. Reicht es, wenn ich das dahin baue? Ja, das reicht doch nicht. Jawohl, es hat gereicht. Jetzt kann ich hier auch Anzeige. Ja, hübsch ist es schon. Können die wunderbaren Berge und alles beobachten. Okay. Sehr gut. Also, und sieht auch von der Karte, also es sieht schon nur 3 Sterne, schon exklusiv. Und von hier kann man gerade tote Dinos. Nein, die schlafen. Okay, alles gut. Und da gehen schon die ersten Leute. Schon sichtbare Dinosaurier 0, Park überfüllt 0%. Vorher waren es 43. Ich glaube, ich kann auch mal wieder neue Missionen anfordern. Und
Jawohl. Wissenschaft, Unterhaltung. Machen wir mal Sicherheit. Hier ist eine neue Sicherheitsmission. Ja, leicht verdientes Geld. Okay. Dann werde ich jetzt auf jeden Fall mal... Ja, dann werde ich die Mission gleich mal erfüllen, damit wir ein bisschen... Ja, da brauche ich ja nur noch hier ein, zwei... Gäste, Schutzräume. Da ist alles gut abgedeckt, hier ist nichts abgedeckt. Machen wir hier einen hin. Sobald der dann gebaut ist... Funktioniert das auch. So, was ist das? Ah, das ist das Fahrtfood-Restaurant, wo ich... Was verkaufe ich da? Dino Schmaus. Macht auch Fett Plus. Ah, jetzt kann ich vielleicht beim Kleiderladen nochmal gucken. Dass ich da noch... Aber, vorher war ich noch was anderes. Vorher starte ich direkt mal die nächste Expedition. Dass ich immer eine am Laufen habe. Hier noch ein bisschen Huayangosaurus. Kann ich was forschen? Genetische Forschung. Was kann ich da forschen? Intuitives Lernen. Aggressives Verhalten. Immunreaktion und starke Heilung. Klingt alles sehr interessant. Aber das werde ich erst machen, wenn ich ein bisschen mehr Geld habe, dass ich dann... Im Showbusiness geht es immer ums Geschäft. Das habe ich ja eh vor. Hier geht es um diesen Auftrag. Ja, gleich... ja, jetzt bin ich wieder bei 2,5 Sternen. Jawohl. 3 Sterne. Können wir das heute noch packen? Was kann ich machen, damit meine Leute hier mehr... Jeder Tag ist aufregender als der letzte. Das ist mein Motto. Ach ja? Darum kann ich es kaum erwarten, wie sie uns das neue Genom bringen. Ich brauche noch einen Schutzraum. Ich weiß, was das ist. Nee, passt. Jetzt hab ich's. Sie wissen, wie man Probleme löst. Das ist eine wertvolle Eigenschaft. Vor allem hier in der Gegend. Wollte gerade sagen, hier Unterhaltung ist das, glaube ich. Ja. Da habe ich auch, da wenn ich, die ist ganz gut, wenn ich vielleicht nochmal eine Mission für den mache, weil ich da habe ich ganz, ganz wenig. Aber das neue Genom, das habe ich bald. Nämlich den Huayangosaurus. Und den Dracorex, der für den fehlt auch nicht mehr so viel. Da ist er. 44 habe ich bei dem und bei dem auch. Was? Ein Pflanzenfresser sogar. Das heißt, die können alle da zusammen friedlich leben. Da steht wieder so ein Zaun. Ich kann nicht wieder zurück. Und ich knall mich ab. Forschung. Okay, das passt alles. Ich kann mir vielleicht noch einen fetten Auftrag holen, weil diese Aufträge, die sind immer ganz schön. Aufträge. Neuen Auftrag anfordern. Ja, für den da bitte. Ich habe mir das angesehen. Das sollten Sie auch tun. Klar doch, mache ich. Einen richtig aggressiven Triceratops. 55 Angriff. Wieso denn nicht? Der hat allein so schon 59. So, es gibt einfach noch einen Triceratops. Oh, jawohl. Huayangosaurus Bernstein. Also richtig, richtig hohe Qualität. Und da gehen auch schon die Prozente hoch. 45, 46. Komm schon. Na, da ist ja noch einiges. 47 bin ich schon. Ich knack die 50. Dann habe ich nämlich auf jeden Fall die Mission abgeschlossen. Und ich habe dann einen neuen Dino, was natürlich auch meine Parkbewertung ein bisschen hochtreibt. So, bei den Hungrig? Was ist bei dir los, Brudi? Sind eure Futterstationen denn nicht aufgefüllt oder was? Aufgabe hinzufügen? Ja, doch, passt doch. Ja, unsere dieser. Ah, vielleicht ist. Vielleicht brauche ich noch eine Futterstation. Futterstation für Bodenpflanzenfresser. Aber natürlich so, dass man die schön beim Essen beobachten kann. So, neues lebensfähiges Genom. Huayangosaurus. Dieser Auftrag ist abgeschlossen. Jawohl. Und das bedeutet, dass Sie gute Arbeit geleistet haben. Direkt noch Dracorex. Wenn Sie so weitermachen, werden Sie noch zu einem Star. Ich bin schon ein Star. Und da den Huayangosaurus. Ausbrüten. Cool. Nicht schlecht. Und ich glaube, wenn ich den dann freigelassen habe, dann
könnte ich da noch ordentlich, so, ich muss immer gucken, dass der Bestand hier auch nicht so hoch geht. Weil wenn der Bestand so hoch geht, dann sind es zu viele Tiere in einem Gehege und dann werden die aggressive. So, das ist mein 59er Angriff. Triceratops. Jawohl, der ist wieder ein Alpinmuster. Sieht sehr gut aus. Kann ich bei den Edmontos eigentlich auch? Weil die sehen auch ein bisschen lahm aus. Also nein, die haben diesen schönen sauberen Kopf, aber... Und sauber bunten, ne? Egal, ich... Ich kann Ihnen nicht genug danken. Ich versuche es erst gar nicht. Oh, okay. Ranger Team. Aufgabe hinzufügen, die sollen mal bei denen die Futterstation auffüllen. Neues Ranger Team wäre auch schon... Ja, komm! Ja, 50. Das füllt auf. Und das Ranger Team. Ich will mal Fahrzeug lenken, denn Ranger Team 1 kann keine Route finden. Ach, es gibt keinen Zugang. Es gibt keinen Zugang. Das ist schlecht. Zu nah an den. Ja, komm. Da ein Tor rein. Jetzt könnt ihr doch dahin fahren. Genau, weil ich möchte gerne noch Fotos holen. Das ist ja richtig cool. Das ist ja richtig voll. Wow. Alle Leute von... Wow. Arm. Ah. Ja, aber jetzt kann ich hier zack, Foto machen. Und für dieses Foto gibt's Geld. Es gibt bestimmt Bonus. Aber wiederholte Speziesstrafe. Okay, dann werde ich jetzt mal. Ja, ist gut. Erstmal hier Dracorex. Mittlere immerhin. Ja, doch, das könnte schon klappen. Und jetzt werde ich noch was anderes machen. Hier. Huayangosaurus bereit zu freilassen. Wow. Der sieht ja cool aus. Der sieht echt cool aus.